Ach so, das ist zugeklebt. Oh mein Gott. Ups. Oh Gott. Alter. Oh. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video, ich bin ganz so gut gelaunt, ne? Ich wollte eigentlich heute schon... Meine Stimme ist halt so kaputt, ne? Ich wollte eigentlich schon heute Morgen das Video beginnen, aber dann war ich schlecht gelaunt. Und dann habe ich das nicht gemacht, aber jetzt bin ich gut gelaunt. Weil ich war gerade in der Stadt, ich war alleine shoppen. Das zweite Mal in meinem Leben eigentlich. Ja, okay, vielleicht war ich schon früher ein paar Male. Ist ja auch egal, jedenfalls war ich jetzt in der Stadt und habe mir nämlich ein Kleid für morgen gekauft, weil morgen ist Heiligabend, also wenn ihr das gesehen habt, dann ist schon um. Aber ich freue mich gerade so, ich bin so gut gelaunt. Und ich zeige euch mal, ich mache jetzt hier ein Haul, was ich gekauft habe. Und dann werde ich gleich noch mit euch meinen Adventskalender öffnen. Und da werde ich nachher noch die Geschenke einpacken. Und dann zeige ich euch auch so, was ich meinen Eltern gekauft habe, meiner Schwester. Und was ich meinen Freunden geschenkt habe. Das habe ich zwar denen schon gegeben, das habe ich gestern ausgepackt. Aber ich habe ein Bild gemacht. Und ja, egal, wir fangen jetzt an. Ich zeige euch jetzt, was ich gerade als in der Stadt gekauft habe. Also ich bin vor allem wegen dem Kleid zur Stadt gegangen, was ich morgen an Heiligabend anziehen werde. Das passt jetzt nicht so, weil da sind irgendwie Blumen oder so drauf. Aber... das ist jetzt mein Kleid. Das habe ich aus übrigens alles aus H&M. So die Klamotten. So sieht das aus. Ich kann euch auch ein Bild zeigen, weil ich werde das jetzt nicht anziehen. Aber ich kann euch hier kurz zeigen, wie das aussieht. Ich kann euch zwar ein Bild einblenden, aber ich habe keinen Bock darauf. Also hier. So sieht das Kleid aus. Ich fand das so schön. Das war das erste Kleid, was ich abprobiert habe. Und ich wusste sofort, dass nämlich vor allem, das hat erstmal... das hätte eigentlich 20 Euro gekostet und ich habe es einfach für 9 Euro bekommen. So, und dazu, falls mir da morgen ein bisschen kalt wird, habe ich da noch so eine süße Jacke gekauft. So eine lilane. Die ist auch aus H&M. So sieht die aus. Die ist richtig süß. Und Leute, hier, ihr seht, hier steht eigentlich 23 Euro drauf, ne? Aber ich habe die dann einfach für 10 Euro oder so bekommen. Weil das zusammen, da hätte ich 32 Euro für bezahlen müssen. Und ich habe am Ende nur 19 Euro irgendwas bezahlt. Und Leute, das hat mich so gefreut, dass das so wenig gekostet hat, ne? Weil ich bin ja aus dem Laden gegangen, ich habe so gelächelt, ne? Ich habe mich so gefreut. So, dann habe ich noch so kleine Sachen gekauft. Also einmal Haargummis aus DM. Weil die sind einfach richtig gut. Leute, guck mal, wie stretchy die sind, bitte, ja. Die sind richtig gut. Dann noch passend zu dem hier. Und zu dem Kleid habe ich dann noch diesen Nagellack gekauft. Und den werde ich gleich auch drauf tun. So, dann habe ich so Augenbrauenbürsten gekauft, weil ich gel immer meine Augenbrauen, so wenn ich zur Schule gehe und so, damit es einfach schöner aussieht. Jetzt sieht es schon blöd aus, weil ich eine Mütze an hatte. Aber ich habe halt so einen Augenbrauenstift, wo schon Gel so in der Tube ist. Aber das ist irgendwie, da muss ich gefühlt 10 Schichten machen. Deswegen habe ich mir diesen Kleber gekauft, den habe ich schon überall gesehen. Und damit kann man sich auch diese sleeken Frisuren machen. Und das wollte ich auch mal einfach ausprobieren, wie ich damit aussehe, wenn ich mir so einen Zopf mache und dann da so Gel drauf mache. Und ja, das benutze ich dann auch für die Augenbrauen. Dann habe ich mir noch einfach so einen Highlighter gekauft. Ich benutze eigentlich nie Highlighter, aber ich dachte, ich kann es mal ausprobieren. Und dann habe ich den hier gekauft von Catrice. Genau, und den werde ich dann mal ausprobieren. Und dann hatte ich noch Dots und habe mir Fruchtiger gekauft. Das haben wir doch alle früher getrunken. Ich habe schon vergessen, wie man das trinkt, weil man muss dieses Ding hier nach oben ziehen. Und dann kann man trinken. Ja Leute, das waren die Sachen, die ich jetzt gekauft habe in der Stadt. Und ich freue mich so, dieses Kleid morgen anzuziehen. Generell, ich freue mich so auf Heiligabend. Ich probiere mal den Highlighter aus. Hallo? Achso, das ist zugeklebt. Ich bin so unfähig, Leute. Wie findet ihr den Hintergrund eigentlich mit den Lichterketten? Hier ist noch mein Tannenbaum. Vor mir steht noch mein Tannenbaum. Aber ich dachte mir, ich mache jetzt hier den Hintergrund mit meiner neuen Wand und meinen Lichterketten. Leute, falls ihr es nicht gesehen habt, ihr könnt gerne nochmal Zimmer-Makeover gucken, weil ich habe alles geändert. Deswegen, ich habe auch die ganze Wand hier gestrichen. Jetzt kann ich es öffnen. Wieso rieche ich dran? Wow, jetzt mache ich mal ein bisschen so auf meinen Finger. Oh mein Gott, das ist voll stark. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Highlighter ist. Ob der so gut ist, weiß ich jetzt nicht. Den sieht man gefühlt gar nicht. Vielleicht ist es auch wegen dem Licht. Ah doch, Leute, das hängt vom Licht ab. Gerade eben im Badezimmer hat meine Nase voll geglänzt. Also, der sieht eigentlich voll schön aus. Weil das ist so ein
war nicht so ein hässliches Glänzen, das sah so natürlich aus irgendwie trotzdem. Das fand ich sehr schön. So Leute, ich zeige euch gerade mein Outfit. Ich habe gerade das hier als Outfit. Aber ich ziehe mir jetzt graue Jogginghose an und einen grauen Pulli, weil es gemütlich ist. Leute, dieses Video besteht eigentlich einfach nur daraus, dass ich euch irgendwelche Sachen zeige. Weil ich habe euch jetzt gezeigt, was ich gekauft habe. Jetzt zeige ich euch, was meine Freunde mir geschenkt haben. Dann zeige ich euch die Geschenke für meine Familie und für meine Freunde. Und dann zeige ich euch, was in meinem Adventskalender ist. Sehr interessant. Leute, mir ist aufgefallen, ich muss ja dann gleich noch das Kleid waschen. Weil ich kann nicht so Sachen direkt vom Kauf anziehen. Weil das habe ich einmal im Leben gemacht und dann hatte ich für mehrere Tage einen Ausschlag am Rücken. Deswegen, das mache ich nicht nochmal. Muss ich gleich einfach schwarze Sachen waschen und wasche dann das Kleid einfach mit. Und ich werde das jetzt hier abschneiden, weil ich will so ein Haargummi jetzt anziehen. So Leute, jetzt werde ich meinen Adventskalender öffnen. Ich habe den echt lange nicht mehr geöffnet, also heute ist der 23. 20 ist auf jeden Fall noch zu. Also ich muss noch von 20 bis 23 öffnen. Und das machen wir jetzt mal. Vor allem, ich freue mich auf die 24, das ist das größte hier. So, jetzt öffnen wir erstmal die 20. Oh mein Gott, ich liebe diese Bären. Die sind so süß. So, das war jetzt die Nummer 20. So ein süßer Bär. Hier ist die 21, ich weiß schon, was drin ist. Da werden jetzt zwei Kugeln drin sein. Ja. Uff, zwei Kugeln. Und jetzt die 22. Wo auch immer sie ist. Ah. Das ist so ein Bär mit so einer Füllung. Junge, ich weiß, wo ist der Fokuspunkt? Das ist so ein Bär mit so einer Füllung. Der ist voll süß. Ey. Dieser Fokus. So, und jetzt noch die 23, die war hier unten. Und da sind wieder zwei Kugeln drin, das sehe ich jetzt schon. Ja. Diesmal zwei unterschiedlich gefärbte. Hier. Sehr interessant. Das ist mein Outfit übrigens gerade. Okay. Schokolade. So Leute, jetzt zeige ich euch den Geschenk von meinen zwei besten Freundinnen. Eine meiner besten Freundinnen hat einfach was geschafft, was noch niemand geschafft hat. Wegen einem Geschenk habe ich so angefangen zu weinen. Ich habe mich so gefreut, es kam so unerwartet. Und das war so ein süßes Geschenk, ich zeige euch das dann. Also meine eine Freundin hat mir so Ohrringe geschenkt. Ich finde die richtig schön, die wollte ich dann auch morgen anziehen. Und ich finde, die sind richtig schön. Die habe ich schon anprobiert. So, und dann meine andere Freundin hat mir einmal so Schokokränze geschenkt. Dann so eine Riesenkerze, ich finde die so schön. Ja, so eine Riesenkerze mit so einem Herz und ja, finde ich richtig süß. Dann hat sie mir noch Joghurt mit der Ecke geschenkt, weil ich habe es einmal erwähnt. Ich habe einmal im Rewe erwähnt, weil wir haben immer, wenn wir eine Freistunde haben, gehen wir zum Rewe, weil das direkt bei uns an der Schule um die Ecke ist. Und da habe ich einmal erwähnt, dass ich voll gerne öfter Joghurt so zu Hause hätte oder Joghurt mit der Ecke. Und hat mir Joghurt mit der Ecke gekauft. Danach so eine Tuchmaske. Die kann ich dann auch benutzen. Guck mal, wie süß das bitte ist. Und dann das Geschenk, wo ich angefangen habe zu weinen. Sie hat mir ein Fotoalbum geschenkt. Und ich kann euch die Bilder jetzt nicht da drin zeigen, weil sie ist da ja auch drin. Aber da sind voll die süßen Bilder, weil wir sind schon voll lang befreundet. Also seit der 6. Klasse oder so. Ich bin jetzt in der EF, also sozusagen 10. Klasse. Und wir sind seit der 6. Klasse befreundet und als ich das gesehen habe, ne, also als das ein Fotoalbum war, war ich schon so, nein. Und dann sind die Tränen gelaufen wie sonst was. Ich habe mich so gefreut. Und gestern habe ich dann meiner Mutter gezeigt, was meine Freunde mir geschenkt haben. Da kamen mir auch wieder die Tränen, als sie das da angeguckt hat. Weil ich fand das so süß, wirklich. Ja, das waren die Geschenke von meinen Freundinnen. Finde ich richtig süß. Und ich kann euch jetzt mal ein Bild einblenden, was ich meiner einen Freundin geschenkt habe. Die mir die Ohrringe geschenkt hat. Und jetzt noch ein Bild, was ich meiner anderen Freundin geschenkt habe. Ja, das sind auch so nur so Kleinigkeiten. Aber wir haben uns alle sehr gefreut und das war sehr schön. Oh mein Gott. Und jetzt werde ich euch noch, nachdem ich euch jetzt die Geschenke von meinen Freunden gezeigt habe, werde ich euch jetzt noch die Geschenke von meiner Schwester zeigen. Von meiner Mutter und von meinem Vater. Da muss ich aber ein bisschen leiser sein, weil mein Vater und meine Schwester sind unten. Deswegen ja. Also erstmal habe ich zweimal Geschenkpapier gekauft. Diese zwei, die fand ich ganz schön. Die habe ich auch nach Nunana gekauft. Fangen wir mal an mit den Geschenken von meiner Schwester, weil das liegt schon direkt hier vorne. Einmal habe ich ihr so süße Plüschsocken gekauft aus H&M. Ja, ich fand die ganz süß und Plüschsocken, finde ich, gehen immer. Also ich liebe im Winter Plüschsocken zu tragen und sie auch. Und ja, die
fand ich sehr süß. Dann habe ich ihr noch so eine Erdbeerschokolade gekauft. Das hätte ich dann auch probiert auf jeden Fall. Dann habe ich ihr noch so eine Vanillekerze gekauft. Also mit Vanilleduft. Oh, ich rieche jetzt schon. Oh, die riecht so gut. So. Dann kommen wir dazu, was ich meiner Mutter geschenkt habe. Achso, warte. Die Schokolade habe ich aus Edeka und die Kerze habe ich auch aus Nanunana. Dann für meine Mutter habe ich aus Bijou Brigitte. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Bijou Brigitte, keine Ahnung. Was war das denn? Dann habe ich hier so ein Silberarmband gekauft. Ich hoffe, das ist nicht zu groß, aber ich fand das echt schön. So ein Silberarmband habe ich ihr gekauft. Und ja, ich fand das echt schön. Deswegen, ich hoffe, dass ihr das auch gefallen wird. Und so Steinchen. So, und dann, weil meine Mutter ist vegan, dann habe ich meine Mutter... Hallo. Dann habe ich meiner Mutter noch veganen Schokolade gekauft. Aus Edeka. Und jetzt kommen wir dazu, was ich meinem Vater gekauft habe. Denn ich habe ihm auch einmal Schokolade gekauft. So Oreo-Schokolade. Ich habe halt so eine schwarze Mütze. Und er meinte dann mal, ob er die Mütze auch benutzen kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann kaufe ich ihm so eine ähnliche Mütze. Und ich habe ihm so eine Mütze gekauft. Ja, ich habe natürlich erstmal geguckt, ob sie mir passt. Weil wenn sie bei mir schon eng sein würde, dann würde sie meinem Vater auch nicht passen. Ja, aber so eine Mütze fand ich ganz schön. Ich habe noch ein Geschenk für meine Schwester vergessen zu zeigen. Für meine Schwester habe ich dann noch eine Tasse gekauft. Ich habe ihr diese Tasse gekauft, die fand ich ganz süß. Die ist auch aus Nanunana. Ja, das waren die Geschenke. Ja, ich finde, das sind eigentlich ganz süße Geschenke. Die werde ich jetzt einpacken. Dann muss ich nachher noch die schwarzen Sachen waschen, damit ich das Kleid anziehen kann. Aber ich habe gar nicht so viel Schwarz zu waschen. Egal, muss ich mal gucken dann. Ich habe mir ganz oft gemacht mit meinem neuen Haargummi. Jedenfalls, ich habe voll wenige schwarze Sachen zum Waschen. Und meine Schwester hat auch nichts zu waschen. Deswegen, dachte ich, dass ich mein Kleid jetzt nicht waschen kann, aber ich habe gerade im Wäschekorb ein paar schwarze Sachen gesehen, deswegen nehme ich jetzt meine drei schwarzen Sachen und dann noch ein paar Sachen aus dem Wäschekorb und dann kann ich das Kleid waschen und dann nehme ich euch jetzt dabei mit und dann packe ich gleich noch die Geschenke ein. Theoretisch könnte ich das auch morgen machen, aber das ist dann mir dann zu stressig. Boah, meine Haut ist im Moment richtig gut. In der Kamera sieht meine Haut immer schrecklich aus, weil die Kamera, die macht so Sachen, die du im Spiegel überhaupt nicht siehst, macht die so richtig rot. Meine Haut ist im Moment so gut. Und hoffentlich bleibt das auch so. Weil meistens, wenn meine Haut richtig gut ist, habe ich dann das Glück, dass am nächsten Tag so ein richtig fetter Pickel irgendwo entsteht. Ich werde jetzt die schwarzen Sachen waschen. Und ich nehme euch dabei mit. So Leute. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Ich muss gerade so viel husten. Alter, jetzt ist der nächste Tag. Jedenfalls, nachdem ich die Sachen gewaschen habe, habe ich ein paar Stunden gewartet. Und in diesen paar Stunden habe ich alles andere gemacht, als die Geschenke einpacken. Ja, deswegen muss ich das jetzt noch machen. Ach, beachtet nicht mein Aussehen. Ich bin noch nicht fertig gemacht. Ich habe irgendwas an. Ich muss mich noch fertig machen. Dann habe ich später noch meine Nägel gemacht. Das hat echt lange gedauert, weil ich musste die abpackieren, dann heilen und die Vorhaut abschneiden und alles. Aber ich finde, die sind ganz schön geworden und passen auch gut zu der Jacke. Ich werde jetzt hier meinen Zopf aufmachen, damit ich Locken habe und ja, mein Gesicht machen. Und dann sehen wir uns wieder und packen die Geschenke ein und dann ziehe ich mich später noch um. Das ist mein Kleid, ne? Und ja, wir machen jetzt so einen coolen Übergang und dann bin ich plötzlich fertig. Nope. Ja, ich ziehe jetzt noch mein Kleid an. Ich wollte noch kurz ja, sagen, dass ich jetzt da mein Kleid anziehe. Weil ich wollte jetzt eigentlich nur mein Gesicht fertig machen. Deswegen mache ich mich jetzt fertig. Und jetzt mache ich nochmal den Übergang. Und dann bin ich geschminkt und habe mein Kleid an. Und ja, das mache ich jetzt. Nee, das war voll blöd. Okay, gut. Jetzt. So Leute, ich bin jetzt fertig. Aber ich ziehe gleich noch meine Kette an. Ich habe mir halt eine Kette zu Weihnachten gewünscht. Deswegen bekomme ich wahrscheinlich eine. Aber egal, dann wechsle ich die halt einfach. So sehe ich jetzt aus. Und ich kann euch auch kurz jetzt mal mein Kleid zeigen. So. Das ist mein Kleid. Ich finde das voll schön. So Leute, ich zeige euch jetzt mal die Jacke, die ich dazu gekauft habe. So würde das mit dem Kleid dann aussehen. Deswegen, ich finde das eigentlich voll schön. Oh. Oh. Ich
durchlaufen. So würde das dann aussehen. Und ja, ich finde das sehr schön. Also ich finde, das passt sehr gut zusammen. Ja. So Leute, ich werde jetzt die Geschenke einpacken. Ich weiß nicht, wie lange das Video schon geht. Ich glaube, das werde ich jetzt nicht mitfilmen. Aber ja. Ich glaube, ich werde das Video jetzt auch beenden. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr einen schönen Heiligabend hattet. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr, falls dieses Video nach Silvester kommt. Wenn nicht, dann hoffe ich, ihr werdet einen guten Start ins neue Jahr haben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ja, tschüssi Leute.